Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Mein Freund, der Sandhai, der zieht hier seine Bahnen und wir sind auf der Suche nach... Metall. Nach Metall. Wir brauchen unbedingt jede Menge das ist aber gefährlich hier. Wir brauchen unbedingt jede Menge Schrott. Oh, da vorne liegt schöner Schrott. Das ist ganz toll, das freut mich. Wir brauchen Eisen, jede Menge. Um Titan. Oh, schon wieder diese scheiß Strahlung. Wo ist meine Seemotte? Nix wie weg hier. Das machen wir nicht nochmal. Nee. Nochmal sterbe ich hier nicht in der scheiß Strahlung. Da habe ich ja keine Lust für. Das ist ja erst in der letzten Folge passiert. Da habe ich mich ja gut blamiert. Dachte ich so schön, komm, das packste. Und schwimm da mitten rein. Mit 24 Health Points. Was ist denn hier los? Alles explodiert um mich rum. Hab doch gar nichts gemacht. So, guck mal, da ist noch ein bisschen Quarz. Hier. Oh, Inventar voll. Das ist gut. Inventar ist voll, ist immer gut. Wie sieht's denn aus? Oh ja, passt doch. So, dann würde ich sagen, ab nach Hause. Und dann wandeln wir das alles um. Und dann müssen wir mal schauen, was uns noch fehlt für die Zyklop. Große Materialfarmfolge für die Zyklop. Vielleicht schaffen wir das ja auch, das Ding herzustellen in der heutigen Folge. Das wäre sehr schön. Das würde mich freuen. So. Welcome aboard, Captain. Jo. Schönen guten Tag. Wir müssen nochmal was essen gleich. Das muss dann mal sein. Da müssen wir wieder ein paar Melonen reinstopfen. Aber im Melonenessen, da sind wir ja richtig gut. Das können wir ja besonders toll. So. Titan hätte ich gerne. Jede Menge Titan. Wir hatten ja irgendwie schon 3 Barren oder so, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Warte mal, bevor wir jetzt hier sozusagen noch Überschuss produzieren, schauen wir mal da rein. 3 Barren hatten wir schon. War denn hier noch was drin? Ah, die Stockerzähne hatte ich da reingeschmissen, genau. So, na komm. Hier, 4 Barren. 5 müssten das jetzt schon sein, ne? Genau. 2 Barren hier, plus 3 Barren da, sind 5. So, dann packen wir das mal alles da rein. Den noch weg. Und dann machen wir das Quarz noch zum Quarz. Und Kupfer zum Kupfer. So. Und jetzt müssen wir schauen. Lithium. Da liegt noch eins. Ich glaube, hier war nur Alu, ne? Ja, es könnte sein, dass hier vorne noch was rumfliegt. Da ist schon mal Ebbe. Oder ist genauso Ebbe. Okay, dann müssen wir doch einen Abstecher zur Lithiuminsel machen. Gerade mal schauen. Baupläne. Die Zyklop. Wo ist sie? Wo ist das Ding? Da. 5 Plaststahlbarren, 5 emailliertes Glas. Wir brauchen noch ein bisschen Quarz brauchen wir noch. Schmierstoff ist kein Thema und einen erweiterten Kabelsatz. Was braucht der erweiterte Kabelsatz denn? Kann man den vielleicht schon machen? 2x Gold und einen Chip. Der braucht Silbererz, Quarz, Tischkorallenprobe. Da machen wir das mal. Silbererz, Quatsch, Silber. Ich glaube, der braucht 2x, ne? Könnte sein, dass es nicht hinhaut. Doch, 2 Tischkorallenproben noch. Die haben wir da, dann haben wir zumindest schon mal den Chip. So. Oh, da war noch ein Stalkerzahn. Den nehmen wir mal gerade mit. Und packen den zu den anderen. Da können wir hier auch mal gerade draufschreiben. Zähne. Die dritten. Warte. Hier. Die dritten Zähne. So. Gib mir einen Chip. Danke. So, und der braucht jetzt noch 2x Gold. Das müssten wir eigentlich da haben. Jo.
So, sehr schön. Dann gibt es den erweiterten Kabelsatz, der aussieht wie ein Gardena-Brauseaufsatz. So, sehr schön. Und dann packen wir den zur Sicherheit hier rein. Zu den 5 Plaststahlbarren. Dann fehlt uns nur noch der Schmierstoff und das emaillierte Glas. So. Dann könnten wir vielleicht das Quarz rausnehmen. Und die dritten Zähne. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir da Glas draus. Und machen daraus emailliertes Glas. Einmal. Zweimal. War 5-mal, ne? Ich muss echt nachgucken. Ich kann mir das alles nicht merken. Wo ist denn jetzt die Zyklop hin? Menschenskinder. Da. 5-mal emailliertes Glas. Ja. Doch, richtig. So, 3. Ja klar, 5. Ich habe ja extra noch 5 von diesen Zähnen rausgenommen, ich Idiot. Ach, so wieder typisch. Typisch Jones. So, hat genau gereicht, ne? So, sehr schön. Dann können wir das hier ja hier dabei packen. Machen wir hier mal gerade 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann fehlt uns noch der schmierige Schmierstoff. Schmieriger Schmierstoff und Lithium. Ja. Hast ja recht, Mama, hast ja recht. Vital signs stabilizing. Ach, guck mal hier, lecker, lecker Kartoffelchen gibt es heute. So, und dann machen wir noch den hier. So, dann hacken wir noch eine ab. Essen noch eine, pflanzen wieder an. Und dann holen wir uns noch 1, 2. Die holen wir uns einfach mal mit, als Wegzehrung. So. Okay, ich denke, dann haben wir es soweit. Ich würde sagen, wir haben noch eine volle Energiezelle. Hier ist auch noch eine drin, die können wir mal noch mitnehmen. So. Und dann würde ich sagen, wir tuckern zur Insel mit der Motte unterm Arm. Aber da könnten wir den Seegleiter eventuell gebrauchen, ne? Nee, komm, wir fahren da ohne Seegleiter hin. Dann kriegen wir das. Oh, Heiland, Sack, Zement, ein Eimer voll Kalk. Ich werd bescheuert, ey. Kommst du da raus, dann frisst dich erstmal das Fieder auf. Ich meine, das hackt. So, also. Noch kurz hier zum Live-Pod. Die Seekuh bewacht den Live-Pod. Das ist herrlich, das ist ganz toll. Willi, die Seekuh, bewacht den Live-Pod. Es wird auch gerade Tag, das ist sehr schön. So, ich will mir eigentlich nur hier ein Medikit holen. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's. In Richtung Lithiuminsel. Wo ist denn Osten? Wo ist denn Osten? Wo ist denn die Aurora? Da ist die Aurora, da ist Osten. Ach klar, da geht ja auch die Sonne auf. Aha. So, auf geht's. Auf zur Lithiuminsel. Zwischendurch futtern wir noch die 2 Melonen weg, dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr ins Inventar. Das ist zumindest der Plan. Dann könnten wir das ja doch noch schaffen mit der Zyklop. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich denke, das kriegen wir hin. Sieht man die Insel schon? Da ist die Insel. Etwas weiter rechts. Ich habe immer noch keinen verseuchten Fisch gefunden, ne? Den bin ich euch immer noch schuldig, sozusagen. Und ich höre schon den Reaper irgendwo. Ich glaube zumindest, das war ein Reaper. Weil der wohnt ja hier bei der Insel. Irgendwo. Na komm.
So, jetzt müsste hier gleich eine Wand auftauchen. Siehst du, guck, da ist sie schon. So. Und oben am Strand gibt's Lithium. Oben am Strand, ne, hab ich gesagt. Wenn die nicht die ganze Insel umgebaut hätten. Ach so, hier, guck mal hier. So, zack. Da sind wir. Da sind wir am Start. So, hier gibt's Gold und Lithium normalerweise. Da liegt's doch schon. Guck mal hier. Da. Zack, Lithium. Muss man nur einsammeln. Das Geld liegt auf der Straße. Hat die Mama früher immer gesagt. Das Geld liegt auf der Straße. Und das Gold auch. Zack. Herrlich. Herrlich, wird der Kölner sagen. Eine unsichtbare Wand. Lithium. So, Gold brauchen wir sonst keins. Oh, was liegt denn hier Schönes? Was ist das denn? Ein Diamant. Das können wir mal mitnehmen. So, ab und zu kann man mal einen Diamant einstecken, wenn er schon da rumliegt, ne? Dann kann man den auch mal mitnehmen. Hier, Lithium für Plaststahlbarren. Ich glaube, da brauchen wir auch noch für andere Sachen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Da vorne liegt noch was. Oh, hier oben liegt doch bestimmt auch noch irgendwo was rum. Guck mal hier. Da. So, hier auf dem Ding lag normalerweise auch immer irgendwo was. Da, siehst du? So. So. Schön ruhig hier, ne? Könnte auch hier noch eine Basis... Ach, guck mal da oben. Da. Hier. Wie viel haben wir denn jetzt? 6, 12, 13. Hauen wir uns die mal weg. Na, schauen wir mal. Ach, guck mal hier. Alles voll mit dem Kram. Alles voll mit dem Zeug. Das ist echt unglaublich. Dann komm, wir nehmen es einfach mit. Wir nehmen es mit, dann haben wir es. So. Und dann würde ich sagen, wir tuckern zurück, hauen uns die Melone rein. Und auf dem Rückweg halten wir dann schon mal im Kelp Forest an und packen uns noch schnell so zwei von diesen komischen Samenbüschel-Dingern da mit rein. Dann haben wir das auch schon mal. Und dann müssen wir noch einmal kurz los, nochmal Samenbüschel holen, wie heißt es denn jetzt? Sag schon, Menschenskinder, geben wir doch mal einen Tipp, um den Schmierstoff herzustellen. Ach, Moment, mir fällt gerade was ein, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben doch hier so ein schickes Lagerding hier. Guck mal da, wie geil. Guck mal da, guck mal hier. Ach, da können wir ja nochmal los. Da fahren wir mit der Motte ein Stück darüber bis zum nächsten. Welcome aboard, Captain. Wir fahren bis zum nächsten Strand. Obwohl, wir könnten auch eigentlich mal hier gerade. Guck mal hier. Hör ich da irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch da einen Warper. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist nicht cool. Geh weg von meiner Seemotte. Hau ab! Junge, geh weg! Geh weg von meiner Seemotte. Macht schon Acker. Bin gespannt, wo er sich hinwarpt. Der alte Warper. Ich sammle in der Zeit noch ein bisschen Uran ein. Und ich komme das Vieh jetzt nicht hier raus. Irgendwo, wo ist das Zeug? Da. So, weil hier ist ja auch eine Höhle. Nein! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Weg, 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 weg! Nein! Der schießt auf mich! Hau ab! Wo ist meine Seemotte? Der hat mir die Seemotte weggeworbt. Ich glaube, tagt. Ach nee, hat er nicht. Ein Glück. Oh, nichts wie raus hier. Weg mit dir! Geh von meiner Seemotte weg! Du blödes Teil! Macht schon Acker!
Oh, der hat die Motte beschädigt. Guckt's euch an. Guckt's euch an, das Ding qualmt schon. Nix wie weg hier. Oh, ich meine, es geht los. Junge. Ich glaube, es hackt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Ein Schweißgerät? Das ist gut. Können wir gerade gebrauchen. So. Achso, ich wollte ja hier Uran einsammeln, ne? Also auf jeden Fall, hier gibt es noch irgendwo eine Höhle. Eine unterirdische. Die ist hier an der Insel irgendwo. Es könnte sein, dass sie sogar da ist. Da ist sie auch. Das sieht zumindest aus wie eine Höhle. Da unten. Da könnte man ja mal spaßeshalber rein. Kurz. Komm, ich mache mal hier einen Abstieg. Ist doch nicht die Höhle. Ach doch, da unten ist die. Haha. Haha. So. Guck mal hier. Da gibt es nämlich auch noch, da gibt es ganz viel Uran. Gibt es hier. Da bedienen wir uns mal eben schnell. Hier. Kann ich das eigentlich scannen? Nö. Können wir hier noch was scannen? Oh, blaue Palme. Und ein Höhlenbusch. Der Name ist Programm, ne? Der Höhlenbusch. Da ist noch ein bisschen Lithium. Da oben klebt auch noch Uran an der Decke. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. So, erstmal raus hier. Muss mal gerade schauen. Bisschen Platz haben wir noch. Was gibt es denn hier sonst noch? Gibt es hier noch sonst was? Hier ist auch noch eine Höhle. Also es gibt mehrere Höhlen, die hier in die Insel reinführen. Und das ist dann relativ kompliziert da drin. Da kann man sich schnell verfahren. Deswegen solltet ihr, wenn ihr da mit der Seemotte reinfahrt oder mit dem Seegleiter, unbedingt genügend Luft, genügend Batterien mitnehmen. Denn sonst könnte das die letzte Höhle gewesen sein, in die ihr reingefahren seid. So, ich würde sagen, wir tuckern zurück am Warper vorbei. Und, ist das Licht jetzt an oder aus? Okay. So. Ab nach Hause. Mit bisschen Glück schaffen wir das noch schnell, die Seemotte herzustellen. Das wäre ja nicht schlecht. Das würde mich freuen, wenn wir das noch schaffen würden in der Folge hier. Na nu, was schwebt denn da? Was ist denn das? Geh weg, Fridolin. Schwimm nach Hause. Oh, wir brauchen ein Umkreisverteidigungssystem, Leute. Wenn das hier so weitergeht. Ist das? Seemottenmodifizierungsstationsfragment. Das haben wir ja schon, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Da fällt mir ein, an der Stelle noch ein kleines Dankeschön an den, ach Mist, ich habe den Namen vergessen. Er hat mir heute am Montag auf jeden Fall, Dienstag, auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen. Mit einem Hinweis darauf, wo man denn die Modifizierungsstation findet. Nochmal vielen Dank für den Hinweis. Ich habe sie ja schon gebaut, von daher hatte ich sie schon gefunden. Aber trotzdem, Dankeschön dafür. So, guck mal hier. Schnauze Fury. Weg, 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 weg. Geh, schwimm nach Hause, Junge. So, schon mal ein bisschen Schmierstoff eingepackt. Also nicht Schmierstoff, aber die Dinger für den Schmierstoff. Die Schmierdinger sozusagen.
rucki zucki ab nach Hause. So, da ist ja schon die Basis. Fällt mir ein, die Seemotte ist ja fast leer, es ist gerade Tag. Welcome aboard, Captain. Zack, guck mal da. Da ist auch meine Modifizierungsstation. So. Schmierstoff geht nicht. Okay, dann sortieren wir mal schnell aus. Lithium. Lithium, Lithium, Lithium. Eins können wir mitnehmen. Uran. Uran. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Magnetit. Magnetit muss mit. So, dann holen wir uns hier die Barren raus. Und machen schnell Plaststahlbarren daraus. So, einmal. Quatsch, da oben. Warum geht das eigentlich immer komplett zu? Kann das nicht einfach mal offen bleiben, das Ding, das Crafting-Menü? So, wenn wir die haben, brauchen wir nur noch den Schmierstoff. Den anderen Krempel haben wir ja alle schon zusammen. Das ist doch sehr schön. Dann kriegen wir die Zyklopia noch gebaut in der Folge hier. Machen wir halt ein klein bisschen länger. So ein Minütchen, 2, 3, 4, 5. So, hier, pass auf, da. Zip, 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 zip. Und dann brauchen wir noch, den können wir mal schnell essen. Machen wir das noch da rein. Und dann müssen wir noch einmal los Schmierstoff besorgen. Jups. Hey, yo. So, wo sind die Dinger hier? Mach mal Licht an. Da hinten wächst noch was, was wir noch nicht abgeerntet haben. Und da geht ja noch was rein. So. Ab nach Hause. Zyklop bauen. Beziehungsweise Schmierstoff bauen. Schmierstoff aus den Dingern da rauspressen. Die große Schmierstoffpresse. So. Zack. So, ich guck nochmal vorsichtshalber nach. Das war doch Schmierstoff, ne? Zyklop. Zyklop. Wo ist sie wieder hin? Da. Schmierstoff. Zweimal Schmierstoff. Einmal. Zweimal. So, und dann. Gardena Brausesatz. 5 Plaststahlbarren, 5-mal emailliertes Glas. Die zwei nehmen wir mal mit. Die kommen vorne in den Bioschrank. Beziehungsweise Bioschrank ist gut. Ach guck mal, da liegen auch noch 2. Was ein Glück, dass wir noch welche holen waren. Da rein. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Muss denn jetzt Nacht sein? Oh. Muss denn jetzt unbedingt Nacht sein? Man kann halt nicht Tag werden jetzt. So ein Shit. Hallo, wann wird denn das hell hier? Da ist... Könnte noch eine Weile dauern, ne? Ach komm, dann bauen wir das Ding halt in der Nacht. Sieht bestimmt auch ganz stylisch aus. Vorausgesetzt, ich finde meine... Ne, ihr wisst schon. Das Ding zum Bauen. Wo ist es denn? Müsst ihr hier irgendwo rumtreiben. Das ist nicht dein Ernst. Wo ist denn diese blöde mobile Vehikelbucht hin? Das glaube ich jetzt nicht. Ist sie hier auf der Seite?
Da hinten. Ganz da hinten. Ist irgendwie abgetrieben. Ist leicht vom Kurs abgekommen, die mobile Vehikelbucht. Da. Boah, wo die ist? Wie kommt die denn so weit weg? Hör mal, die müssen wir aber jetzt erstmal umsetzen. Ey, was macht die denn hier hinten? Guck mal, die liegt ja hier in dem grünen Biom drin. Die hat bestimmt irgendwie so einen Stalker darüber geschoben oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die war doch vorher nicht so weit weg. Nein, nicht klettern. Oh, will man einmal nicht klettern? Ich will die aufnehmen. So. Wo wohnen wir denn? Da wohnen wir. Hier, dieser komische Stalker da, der hat die bestimmt weggeschoben. Was macht der überhaupt da? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Junge. Was macht der da? Kann mir das jemand verraten? Jetzt wird es auch wieder Tag, glaube ich. Man muss nur lang genug mit dem Stalker kämpfen. Dann wird's auch automatisch wieder Tag. Blödes Teil da. So. Na gut. Na komm. Wird's hell? Wird's hell? Es wird nicht hell. So. Sieht aber auch im Dunkeln cool aus, ne? Hat schon was. So. Thema erledigt. Hoffentlich, die knallt jetzt bestimmt irgendwo da ins seichte Wasser und ist direkt mal 50% beschädigt oder so. Bei meinem Talent. Könnte ich mir das gut vorstellen. Oder der Stalker knabbert mich jetzt hier an, während ich hier draufstehe. Zack. Siehst du mal. Ich sag jetzt nichts. Ich sag da jetzt mal nichts zu, ne? Also. Das ist ja mal gekonnt eingepackt. Wieso schwimmt der Stalker da eigentlich kiel oben? Wie soll denn da reinkommen, verdammte Hacke? So. Hau ab! Mann, hau ab! Ich glaub. Es ist nicht zu fassen. Guckt's euch an. So. Sehr schön. So, das hätten wir. Können wir hier der Seekuh ein bisschen zugucken, wie sie ins Wasser furzt. So, wir haben die Zyklop. Yes, Gott sei Dank, das hätten wir erledigt. Und dann freue ich mich drauf, euch in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen an Bord der MS Jones. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder noch besser ein Abo. Wir sehen uns bis demnächst und tschüss.